Wie finanziert sich Österreich? Damit alles funktioniert, wie wir es kennen, gibt es Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Pensionsversicherungsbeitrag, Pensionssicherungsbeiträge, Erwerbsteuer, Rentensteuer. Feuerschutzsteuer, die in Summe fast die Hälfte aller Kaufpreise ausmachen. Um Übersicht zu gewinnen, kann man alle Steuern in drei Kategorien einordnen. Vermögensbezogene Steuern würden auf Nettovermögen erhoben und betragen derzeit fast null. Einkommensbezogene Steuern und Abgaben verteuern bezahlte Arbeit und machen im Moment fast zwei Drittel der Staatsfinanzen aus. Umsatzbezogene Steuern besteuern Güter und Dienstleistungen, egal ob von Mensch oder Maschine erzeugt, egal ob aus dem In- oder Ausland. Für die kommenden Jahrzehnte müssen wir drei Megatrends beachten. Die Globalisierung. Österreich verlangt von Unternehmen hohe Sozial- und Umweltstandards. In Ländern mit geringeren Standards können Güter daher billiger produziert und weltweit versandt werden. Dieser globale Freihandel hat zu billigen Preisen, aber auch zu Abhängigkeiten und zum Verlust heimischer Arbeitsplätze geführt. Automatisierung. Jede Arbeit, die automatisiert werden kann, spart Lohn und Lohnnebenkosten, weil Maschinen ja keinen Lohn bekommen. Da Unternehmen um die niedrigsten Kosten konkurrieren, führt dies ebenfalls zum Verlust von Arbeitsplätzen. Alterung der Gesellschaft. Wir bekommen weniger Kinder und leben länger. So verringert sich die Zahl der Erwerbstätigen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Da aber der Staat immer mehr Steuern benötigt, wenn die Zahl der Pensionierten steigt, müssen Erwerbstätige immer später in Pension gehen, um dann selbst eine geringere Pension zu erhalten. Welche der drei Steuerkategorien wird von den Megatrends Globalisierung, Automatisierung und Alterung der Gesellschaft am stärksten betroffen sein? Die einkommensbezogenen Steuern. Können wir diese Konsequenzen vorwegnehmen und uns eine Wirtschaft ohne Steuern und Abgaben auf Einkommen vorstellen? Zur Globalisierung. Internationale Konzerne zahlen auf ihre Umsätze in Österreich die umsatzbezogenen Steuern. Keine Steuern auf Einkommen bedeutet, dass heimische Unternehmen gegenüber Importen nicht mehr steuerlich benachteiligt werden. Die Verschiebung von Unternehmensgewinnen ins Ausland wäre unnötig, denn es gäbe in Österreich nur mehr Umsatzsteuern, die, wie heute, vollständig erfasst und für die Kunden transparent ausgewiesen werden. Zur Automatisierung. Keine Steuern auf Einkommen bedeutet, dass Arbeit von Menschen und Maschinen gleich besteuert wird. Die alte Idee der Maschinensteuer ist somit überflüssig. Steuer fiele erst beim Umsatz, sprich beim Unternehmenserfolg, statt heute schon beim Produktionsprozess an. Das heute aufwendige Ermitteln, Erklären und Prüfen von Einkommen würde wegfallen. Umsatz ist deutlich einfacher zu messen. Er steht auf der Rechnung. Zur alternden Gesellschaft. Die Abkehr von bezahlter Arbeit als Steuerquelle hin zum Konsum als Ziel allen wirtschaftlichen Treibens eröffnet zwei positive Sichtweisen. Erstens können Einkommen zwar verloren gehen, aber Einkäufe und Rechnungen müssen weiter bezahlt werden. Auch während der Corona-Krise hat sich Konsum als die stabilere Steuerquelle herausgestellt. Zweitens wird Zuwanderung steuerpositiv, da Konsum am Aufenthaltsort stattfindet. Es gilt, wer hier ist, konsumiert. Wer konsumiert, zahlt über die Preise seine Steuern. Bleibt die Frage, wie kann eine Umsatzsteuer gerecht werden? Heute wollen wir, dass Menschen mit hohen Einkommen höhere Steuern zahlen, weil das unserer Vorstellung von Gerechtigkeit entspricht. Dafür müssen alle Einkommen gemeldet und entsprechend besteuert werden. Wie macht man das bei der Umsatzsteuer? Müssen wir dann alle Einkäufe melden? Nein, das geht viel einfacher, mit einer allgemeinen Steuergutschrift. Wie würde das aussehen? Einkommen. Diese Zeile für Einkommen aus bezahlter Arbeit ist brutto für netto, weil es keine Abzüge auf Erwerbstätigkeit mehr gibt. Das freut die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite gleichermaßen. Steuergutschrift. Alle Erwachsenen in Österreich bekommen monatlich 1.250 Euro als Steuergutschrift für Steuern, die beim Konsum auf der Rechnung sichtbar bezahlt werden. Gesamtausgaben, sprich Konsum. Wird im Durchschnitt so viel Einkommen erzielt, wie Konsumbedürfnisse bestehen, ist der Konsum die Summe aus Zeile 1 und 2. Steuerbeitrag. Da heute sämtliche Steuern etwa die Hälfte aller Preise ausmachen, würde die alleinige Umsatzsteuer ebenso knapp die Hälfte der Kaufpreise betragen. Individueller Steuerbeitrag. Hier betrachten wir die bezahlten Steuern, verringert um die allgemeine Steuergutschrift von 1.250 Euro. Kleiner Konsum bleibt im Prinzip steuerfrei. Und die Steuerbeiträge steigen mit dem Konsum an. Ohne jede Steuererklärung bildet sich eine gerechte Verteilung der Konsumsteuerbeiträge.
bleibt als letztes Argument, dass Menschen mit hohen Einkommen nicht alles in den Konsum stecken, sondern ihre Vermögen steigen. Dafür braucht es vermögensbezogene Steuern, die wir in einem anderen Video genauer behandeln. Fassen wir zusammen. Um unser Steuersystem krisensicher und nachhaltig zu gestalten, ist es notwendig, dass der Faktor Arbeit steuerlich befreit und stattdessen Konsum und Vermögen stärker belastet werden. Eine Steuergutschrift für alle Einwohner des Landes kann dafür sorgen, dass der Beitrag zur Gesellschaft sozial gerecht gestaffelt und niemand zurückgelassen wird. So schaffen wir eine Zukunft, in der wir uns von der Existenzangst abwenden, hin zu Selbstbestimmung, Gemeinschaft und einem guten Leben für alle. Falls dir dieser Ansatz gefällt, besuche unsere Website füreinander.jetzt, wo du dich genauer informieren und bei der Umsetzung unterstützen kannst.